Besondere an Schüttelflaschen ist, dass nicht überall das Gleiche drin ist. Wir hatten einmal die Glitzer drin, dann die Murmeln, die sehr Geräusche gemacht haben, die zwei unterschiedlichen Farben. Der Raphael fand wieder diese Geräusche ganz toll, wollte gar nicht mehr aus der Hand geben und hat sich für die anderen Flaschen gar nicht wirklich interessiert und hat halt die ganze Zeit geschüttelt mit diesen Murmeln drin. Und der Henrik hat lieber sich die Glitzer angeguckt und fand das toll und hat das beobachtet, wie das da sich im Wasser so bewegt hat. Das hilft vor allem bei der Hand-Augen-Koordination, wenn die Kinder die Flasche bewegen und dann gleichzeitig diese Glitzer-Schnipsel beobachten, die sich bewegen. Ja. Und dann bei den Murmeln in der Flasche halt auch das Gehör, die auditive Wahrnehmung. Aufgabe der Erzieherin ist eigentlich, was kann man vielleicht mit den Flaschen noch machen? Also was die Kinder probieren erstmal alleine aus, was kann man mit den Flaschen machen? Dann kann die Erzieherin vielleicht sagen, du kannst die Flasche auch rollen und der Glitzer bewegt sich ganz anders, wenn man die Flasche rollt und nicht schüttelt. Oder man kann es im Licht halten und sieht da vielleicht viel mehr. Und dass man vielleicht auch die Flaschen, die für die Kinder erst nicht so interessant wirken, dass man den Kindern die vielleicht näher bringt und sagt, das gluckst du ja drin bei den Farbflaschen und da entstehen Blubberblasen, wenn man die schüttelt, dass die Kinder vielleicht dann auch da Interesse zeigen an den Flaschen. Man kann die Flaschen immer auf die Bedürfnisse der Kinder anpassen. Man weiß ja durch Beobachtungen, womit sich die Kinder gerade beschäftigen, in welchem Entwicklungsstand sie gerade sind. Und da kann man die Flaschen halt je nachdem individuell für die Kinder herstellen. Das ist gerade das, was die Kinder so anspricht. Also es ist einfach nur Gegenstände in einem. Manchmal ist das Einfachste wirklich das Beste. Man braucht nicht viele Dinge, damit die Kinder was lernen können. Physik, das lernen sie alles aus so kleinen Alltagsgegenständen und nicht gerade durch großes Spielzeug.